meine Aufgaben und meine Zielsetzung liegt natürlich vor allem im organisatorischen Bereich, was die Partei betrifft. Das heißt, es geht darum, dass wir neue Mitglieder bekommen, die Bezirke und Organisation der Partei stärken. Inhaltlich werden wir vor allem die Themen leistbares Wohnen, Gesundheit und Soziales, Autonomiepolitik, Bildung und Schule, also die Bereiche, die vor allem die Südtiroler interessieren und wo der Schuh in vielen Bereichen drückt, dort werden wir ansetzen und fundierte, gute Vorschläge im Landtag auch einbringen und zur öffentlichen Diskussion beitragen. Ich glaube, das ist eine wichtige und große Aufgabe und ich möchte natürlich mein Bestes dazu beitragen. Ja, ich freue mich sehr, mit Otto Malknecht einen Generalsekretär gefunden zu haben, der sozusagen auch in den Fußstapfen von Florian von Ach steht. Er ist ein Jurist aus Bozen, motiviert, engagiert, der bereit ist, bei diesem Wiener Aufbau der Partei mitzumachen. Das hat sich auch in den letzten Monaten im Landesparteivorstand bereits gezeigt. Und ich glaube, dass Otto Malknecht aus diesen Vorschlägen, die es um das Amt des Generalsekretärs gegeben hat, dass er aus dem Landesparteivorstand deshalb auch das Vertrauen bekommen hat, weil Otto Malknecht bewiesen hat, dass er wirklich mit sehr großem Engagement für die Partei arbeitet und alles daran setzt, dass wir wieder zu alter Stärke finden.